Hallo Welt, da sind wir wieder. Und es geht weiter auf Missionsjagd. Wir haben aber zwei eingeschaltet, brauchen aber nur eine. Moment, wir haben zwei Ziele, brauchen aber nur eins. Wie kommt das denn jetzt? Auf dem Radar waren gerade zwei. Genau, hier unten ist noch eins. Oh nein, wir müssen helfen bei der Verteidigung, oder? Jetzt ist es uns aber aufgefallen. Ja, das machen wir dann aber auch. Ja, dann müssen wir gleich eben nochmal zurück. Je schwerer die Waffe, desto mehr Schaden richtet sie an. Aber sie beansprucht auch umso mehr Platz in deinem Inventar und verlangsamt dich, wenn du sie ausgerüstet hast. Wir haben jetzt gar keine Waffe ausgerüstet, wenn wir da gleich ankommen. So läuft das also, ja? Das ist ja wirklich kaum zu glauben. Oh Mann. Was passiert da nur? Und es lädt so lange. Wo werden wir denn jetzt wohl wieder auftauchen? Wir müssen doch nochmal dahin reisen, oder? Ja, genau. Sehr schön. Das klappt ja auch nicht immer. Manchmal reist man dahin und dann ist da gar nichts. Also man erschießt die Leute, die bedanken sich alle und man bekommt dann trotzdem die Antwort, ja, sie haben da nicht mitgeholfen. Was steht da? Wenn ein Schädel bei einem Gegnernamen auftaucht, heißt das, er ist mehrere Level, naja, stärker über einem oder was auch immer. So geht das. Wo sind die anderen? Es ist vorbei. Vorerst. Nein, da ist noch einer. Passiert. Findet sie. Können wir nichts machen. Die kommt da nicht raus. Sie ist gefangen. Sie ist unsere neue Gefangene. Du wirst nicht einfach weglaufen, oder? Jetzt ist sie draußen. Stachelnd, Raketenwerfer verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Aha.
Standardlauf, Standardvisier, keine Mündungsbremse. Schaden 150, wie üblich bei Raketenwerfern. Und Feuerrate 2 und Reichweite 203. Präzision 65 und Gewicht 21, Wert 1514. Irgendwas Nützliches? Kornkorken, Rakete, Preston, 556er Patrone und Sturmgewehr. Naja, die Metallrüstung müssen wir jetzt nicht mitnehmen unbedingt. Aber die Kronkorken hier schon. Kaliber 50, 38er Patrone, Stimpack. Naja, und die ganze Lederrüstung. Dummerweise ist es jetzt gerade dunkel geworden. Wir sehen nicht mehr so gut jetzt. Raider, Kronkorken, 308er Patrone, Schrotpatrone, 38er Patrone. Doppelläufige Schrotflinte, na gut. Das nehmen wir auch noch mit. Und Raider Ödländer, Kronkorken, 308er Patrone, 38er Patrone, Machete, Impro-Pistole. Eigentlich können wir doch alles mitnehmen, wir können das doch hier ablegen, alles. Auch die Raider-Sachen. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, nehmen wir jetzt mit. Kronkorken, 308er Patrone, Kreuzschlüssel und so weiter. Ja, aber das war ganz gut. Die sind gar nicht so weit gekommen. Okay, Raider Psycho, Kronkorken, 308er Patrone, 10mm Patrone, Molotov Cocktail, 10mm Pistole und den ganzen Raider Kram. Aha, Raider, normaler Kronkorken, Schrotpatrone, 556er Patronen, sehr schön, 38er Patrone, doppelläufige Schrotflinte und durchdringend Schlagring, Schweißerbrille und das übliche Raider-Zeugs. Ob hier noch irgendwo jemand liegt? Ja, es sieht nicht so aus. Ja, der Schutz hier hat doch ganz gut geholfen. Gehalten auch. Es scheint noch alles in Ordnung zu sein hier. Nix ist kaputt gegangen. Ja, so ist das doch gut. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Okay, erstmal verwerten. Den Schlagring sollten wir auch mal aufbewahren. Ja, und die Schrotflinten wollten wir vielleicht unseren Farmern irgendwann mal geben. Was wollten sie? Das waren Raider. Was wollten die wohl? Alles, was wir haben. Vielleicht hätten sie uns sogar getötet oder noch Schlimmeres getan. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Ja, hoffentlich. Ich habe kein Zeichen bekommen, dass die Mission hier Erfolg hatte. Also ich möchte keine Beschwerden hören nachher. Hier waren wir doch gerade erst. Okay. Na, hier kriegen wir einiges an Leder raus.
Und Metall. Stahl. Kampfrüstung behalten wir wieder. Und was ist das? Lederrüstung. Kampfrüstung. Lederrüstung. Wunderbar. Schauen wir mal, was uns die Sachen denn hier so schon eingebracht haben. Hier sind die ganzen Gewehre drin. Das wird ja jetzt nicht von der Plünderstation alles kommen, hoffe ich. Haben wir denn hier keine... Na, das nehmen wir alles mit. Ich finde, das irritiert nur, wenn das da drin ist. Genau wie die Kleidung hier. Na gut, aufbereitetes Wasser. Können wir ein bisschen was mitnehmen wieder? Um es zu verkaufen gleich. Kronkorken, 123. Das könnte mehr sein. Solltest vielleicht etwas von dem Zeug loswerden. Das machen wir, Preston. Das machen wir alles. Keine Sorge. Ich dachte, wir hätten hier irgendwann mal so einen Karton hingestellt. Eine Kiste, meine ich. Ach, die Uhrzeit stimmt wieder nicht. Na gut. Welcome. Also hier tauchen wir auf. Das heißt, wir stellen hier vorne eine Kiste hin. So. Ja, und dann warten wir brav auf den nächsten Tag. Wo können wir uns denn hier setzen? Dieser Stuhl ist besetzt. Hier sind nur Betten. Schlafen wäre auch mal angebracht, aber... Wenn wir schlafen, besteht die Gefahr, dass Preston wieder seinen Kampfanzug verklüngelt. Und dann wäre er weg. Und wir brauchen 4 Stunden bis 12 Uhr und dann nochmal 10, schon 14 Stunden warten. Naja, wir haben ja Unterhaltung dabei. Nebenan sitzt auch jemand und wartet. Oh, die sitzt die ganze Nacht da. Schön, mit uns zusammen. Ja, lecker. Und jetzt können wir doch bestimmt handeln. Er sieht aus wie ein Versorger. Er ist ein Versorger. Wir haben leider keine Postboten-Sachen dabei, oder? Ich will nur ein bisschen handeln. Das wäre jetzt super, wenn wir jetzt Kleidung, irgendwas schmutzige Postbotenkleidung oder sowas hätten. Nein, haben wir nicht. Dann geht es erstmal weiter. Oh, hier ist niemand. Hier ist jemand. Ah, sie hat das Falsche an. Ach so, Jenny Warwick ist das. Moment mal. Wir brauchen noch eine Verkäuferin hier. Oh, Moment mal. So geht's ja nicht. Wir sind viel zu langsam. Preston, das dauert ja ewig. Die Folge ist gleich rum. Was machen wir denn jetzt? Wie stehen wir denn jetzt da? So langsam. Was ist mit ihr hier? Sie wäre doch eine gute Ärztin. Nein, das ist die Händlerin. Das ist Cricket. Jawohl, Cricket. Hallo. Ja, dann rüsten wir ihn hier oben. Der ist ja ganz offensichtlich eine Wache. Dann rüsten wir ihn schon mal aus. Mit Kampfrüstung und so weiter. Siedler, rede. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Und zwar Kleidung. Soll er bekommen, die Kampfrüstung.
Einmal Harnisch. Linker Arm und linkes Bein. Rechter Arm und rechtes Bein. Perfekt. Okay, dann darf er sich damit bekleiden. Harnisch. Linker Arm, linkes Bein. Rechter Arm und rechtes Bein. Ja. Einen Helm haben wir leider nicht. Keinen Helm, na gut. Auch nichts für drunter. Auch nichts zum Anziehen für da drunter. Ja gut, dann sollten wir aber noch Kampfflinten oder sowas dabei haben. Na, Flinten nicht. Kampfgewehre, Sturmgewehr. Nein. Da brauchen wir alles selber. Kampfgewehr, jawohl. 45er Patronen. Bekommt er das und die passende Munition dazu? Patronen, hier sind sie. Da wir so viele jetzt haben davon. Wieder sowas um die 50. Und damit soll er sich dann gleich ausrüsten. So. Moment, der Typ geht wie eine Frau. Hallo? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Klar. Es ist eine Frau. Moment mal. Ja, für Cricket wäre es doch auch ganz gut, wenn sie hier hinten irgendwo am Handelsplatz stehen würde. Das ist aber sehr schön hier. Schade, die Größe ist schon ziemlich belastet. Oben rechts der Größenbalken. Klar. Der ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir lassen das auch erstmal so und werden gar nicht mehr viel machen. 15 Leute sind nur hier. 16 waren es, glaube ich mal. Aber was heißt nur 15? Ich weiß noch, wie wir hier ankamen. Es waren 8 oder sowas hier. Das Brahmin sehe ich da hinten rumrennen. Ich glaube nicht, dass wir dort einen Trog aufgestellt haben. Ich glaube, wir haben noch gar keinen Brahmin-Trog. Den sollten wir mal hier vorne irgendwo aufstellen, damit, wenn die Leute Brahmin-Milch haben wollen, damit sie dann die Milch direkt hier vorne auch am Marktplatz bekommen. Sonst wäre es natürlich schlecht, wenn die Brahmine hier immer rumrennen, dann vielleicht doch lieber hier drüben. So ein bisschen weiter weg da. Ja, dahin. Zack. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob wenn man 2 Tröge aufbaut, ob es dann mehr bringt. Man weiß es nicht. Man müsste es mal ausprobieren. Ob dann. Also 3 Brahmine teilen sich einen Trog auf jeden Fall. Die kommen immer. Hi, ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Na wunderbar, dann schauen wir mal dein Angebot an. Ich schau mal, was du hast. Großartig. Okay. Was haben wir denn Schönes? Oh, sie hat viel. Sie ist ja auch ganz neu. Ich sehe das schon. Polizistenbrille, nein, brauchen wir nicht. Auch diese. Oh, so viel ist das doch nicht. Sie hat ja überhaupt nichts. Zeitungsverkäuferkappe, naja. Die nehmen wir mal. Moment, hier können wir nichts investieren. Warum denn das nicht? Können wir nur in einer Siedlung immer investieren? Das glaube ich jetzt nicht. Ja, wir nehmen das mal an. Ach so, nee, wir können ja auch was verkaufen noch. Wir hatten doch so viel Wasser dabei. Dann verkaufen wir erstmal, was wollen wir behalten? Ja, so 20 wäre schon gut. Warum können wir hier nichts investieren, frage ich mich. Mal sehen, was wir noch so verkaufen können. Ach so, erstmal an Waffen. Na, das behalten wir lieber. Gehstock haben wir auch noch nicht so oft gefunden, den behalten wir auch lieber. Machete behalten wir. Die könnten wir verkaufen hier. Na egal, die behalten wir jetzt auch. Sturmgewehre. Nein,
nicht zu diesem Zeitpunkt. Das behalten wir, doppelläufige Schrotflinten, Sturmgewehr nochmal. Und noch mehr Sturmgewehre ohne Ende hier. Nur Sturmgewehre hier. Okay, dann verkaufen wir hier keine Waffen. Aber ich glaube, Kleidung könnten wir noch einiges loswerden. Jep, sowas hier, das können wir hier doch lassen. Gelber Pilotenhelm. Ja, ich meine auch, das können wir hier lassen. Gurtzeug verkaufen wir. Lederkombi wird verkauft. Und Metallrüstung. Ja. Raider Leder können wir auch hier verkaufen. Gut, die Sackkapuze verkaufen. Mit Riemen. Das gleiche nochmal. Mit Schläuchen. Schweißerbrille. Na, die behalten wir mal. Aber hier robust Metallrüstung, das können wir verkaufen. Und linkes Bein können wir auch verkaufen. Metallrüstung und Metallrüstung. So. Hilfsmittel, da war nichts zum Verkaufen. Ja. Das nehmen wir so an. Okay. Ja, und warum können wir hier nichts investieren? Hier auch nicht? Hallo. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Handeln. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpacks entbehren. Ja, wenn jemand weiß, warum man jetzt nicht mehr investieren kann, dann wäre ich dankbar, wenn er einen Kommentar hinterlässt. Denn ich weiß nicht, vielleicht kann man echt nur in einem Dorf immer investieren. Das wäre ja jetzt schade. Ja, aber das muss doch gehen. Dass man in anderen Dörfern auch noch investieren kann. Wie dem auch sei, wir legen erstmal ein paar Waffen ab. Okay, lagern und Gehstock. Was brauchen wir noch nicht? Die Machete, Molotow-Cocktail, Plasmamine. Okay, Sturmgewehre, da sind ja ordentlich welche hier. Den Raketenwerfer verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Ja, den hatten wir gerade von dem Raider abgenommen. Schlagring, ja, wir lassen alles hier. Ist schon klar, was wir machen hier. Wir haben einen Plan. Fast. Noch nicht so ganz perfekt alles, aber so in etwa. Irgendwie wiegen wir jetzt noch weniger als vorher. Das ist ja interessant. Ich würde aber echt gerne wissen, warum man hier jetzt... Ich dachte, man könnte in alle Läden investieren. Und ja, das wird ja Sinn machen. Und die werfen dann richtig viel ab nachher. Aber vielleicht können wir ja hier noch einen großen Marktplatz aufbauen, so etwas, einen Handelsplatz direkt daneben stellen. Und vielleicht sogar noch eine Bar. Wie ist das? Klinik haben wir und ja, Bekleidung. Gastronomie. Eine Bar. Und die Bar lässt sich schon wieder nicht so schön hinstellen, wie wir es gerne hätten. Doch, das ging. Ich bin jetzt nur aus Versehen auf die E-Taste gekommen. G
Getränkestand nein, aber Restaurant ja. Direkt neben der Bar. Okay, was können wir denn noch hier hinstellen? Waffen, ein Waffengeschäft. Verbessert das auch die Moral? Nein, verbessert es nicht, oder? Nichts davon. Rüstung verbessert auch nicht die Moral. Ja, ich weiß nicht, wenn wir zwei hier hinbauen, ob das dann überhaupt mehr bringt. Ob wir dann doppelt so viel einnehmen. Ich lasse es lieber erstmal. Wir sparen unsere Kronkorken so ein bisschen. Und ja, schauen, dass wir hier jemanden zuordnen dann. Oder was können wir hier noch aufbauen? Eigentlich hat doch diese Siedlung alles, was sie braucht. Laborstation habe ich noch nicht hier gesehen. Ist vielleicht drin. Moment, ist hier eine Laborstation zufällig irgendwo? Nee, das sieht nicht so aus. Ein Labor haben wir hier nicht. Und da hinten wahrscheinlich auch nicht. Hier drin. Ah, keine Laborstation, nein. Und ist hier noch irgendwo Platz für eine Laborstation? Wir hätten einmal so eine oder so eine. Diese hier benötigt Kupfer. Warum braucht diese denn Kupfer? Macht das denn irgendeinen Unterschied? Denn sonst würde ich lieber so eine hier bauen, als die mit dem Kupfer. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Sie sehen sich, zumindest sehen sie sich sehr ähnlich. Ja, was können wir sonst noch bauen? Kochstation. Kochstation. Kochherd. Na, das wär's. An Läden haben wir jetzt alles, was so denkbar wäre hier. Wasser. Wir könnten noch ein paar mehr Wasseraufbereiter hier hinstellen. Wasser ist ja jetzt doch nicht so viel in der Siedlung hier. Ja, so ein großes Teil auf jeden Fall. Wenn schon, denn schon. Direkt daneben. Passt nicht. Das muss doch passen. Nichts wird grün. Aha. Auf jeden Fall passt hier noch einer. Ach, die haben gar keinen Strom hier. Nicht schlecht. Mhm. Okay. Bauen wir so einen hierher. Ja, Kupfer. Kupfer ist immer selten. Thank you.
Oh, da oben ist der Generator. Wie wär's denn mit noch einem Generator? Aber dann vielleicht eher hier. Denn hier sind ja nicht so viele Leute. Na, das war's auch schon. Und nun... Energie wird noch mehr benötigt, okay. Dann müssen wir ein bisschen Handel betreiben. Oh, hier ist niemand. Sie dürfte jetzt für uns erstmal handeln. Verstehe. Und sie verkauft uns den Schnaps. Okay. Ach, dann haben die gleich zu wenig Essen, oder? Aber hier rennen doch jetzt mittlerweile genug Leute. Umher. Er könnte den Schnaps verkaufen. Ah. Okay. Sie kommt nicht in ihren Laden? Doch. Ah ja. Wir brauchen Kupfer. Entschuldigung, möchtest du ein bisschen handeln? Handeln, ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Okay, was hat sie denn Schönes? Kupfer. Kupfer. Zahnräder, jetzt nicht. Oh, hier ist Kupfer drin und hier ist Kupfer drin. Kleber jetzt nicht, aber hier ist noch Kupfer drin. Und ein Kochtopf aus Kupfer. Aber ich denke, wir brauchen eher sowas wie Öl, genau. Oh, hier ist noch Kupfer. Und... Ja, das war es aber schon. Kein Kupfer mehr. Na gut, dann nehmen wir das jetzt an, okay. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Und tatsächlich, eins von diesen Dingern können wir wieder bauen. Ja, dann machen wir das mal so. Und damit dieses Ding da oben nicht so rumknattert, nehmen wir das auch erstmal weg. Und stellen es hier drüben hin. Geht gar nicht. So. Doch nun sollte doch alles verbunden sein miteinander. Alles hat Strom, jawohl. Ja, es ist schon mal besser als vorher, auf jeden Fall.
Und wir, ja, wir sind leicht beladen. Ein bisschen Schrott könnten wir jetzt ablegen. Boah, und wir sind wieder leichter. Wie kommt das denn? Das finde ich jetzt doch merkwürdig. Also so um die 160 war ja klar, dass wir das so wiegen. Aber haben wir jetzt aus Versehen irgendetwas abgegeben oder verkauft, was wir gerne behalten wollten? Ich sehe nichts. Naja, vielleicht das aufbereitete Wasser. Vielleicht hat das was gebracht. Okay. Oha. Die Zeit ist aber auch schon etwas über jetzt. Ja, manchmal vergisst man die Zeit. Im Restaurant ist noch niemand, aber das ist im Moment nicht so tragisch. Wir können ja mal gucken, die Bar, nein, die hatten wir auch schon, da hatten wir auch schon was investiert. Ja. Ja, mit Blick auf die Uhr darf ich mich bedanken fürs Zusehen. Und ja, allen noch einen schönen Rutsch ins Wochenende wünschen. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Daumen hoch für euch und vielleicht auch den einen oder anderen für mich. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Tschüss.